im Oktober. Dass sie im Oktober Kampagnen starten, ist sowas von bescheuert. Oh, ich habe keinen Sinn für Management, Alter. Okay, ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Hühnchen! Oh, ich mag den Hühnchenstand. Der sieht so cool aus. Alles klar. Das denn kostet wieder unsere 6 Euro, dann kostet das hier wieder unsere 4 Euro, dann kostet das hier wieder unsere 3 Euro, das hier wieder unsere 2 Euro. Chili und Dips synchronisieren. Ende. Jetzt noch Getränkestände. Kokosnuss. Easy going. Jeder Wett, das ist auch 2. Ja, yep, unser Geldautomat ist. Oh Gott, fuck. Geht zu beschädigter Bahn. So. Ja, so, toll. Haben wir das auch geklärt. Dann gibt es noch diese Tropensäfte. Stellen wir auch mal hin. Kostet alles 2 Euro. Kennen wir ja schon. Mir kostet irgendwie fast. Deswegen heißt es ja auch Tropensäfte, weil es ja Softeis gibt. Alles klar. Das ergibt Sinn, Leute. Oh, aber das Ding ist immer noch im Testmodus. Das ist gut. Wilde Minenholzbahn. Finanzen. Handelspreis und 5er und gib ihm. Das ging ja schnell. Okay, wir haben natürlich wieder mal keine Belohnung dafür gekriegt. Easy. Ich glaube, pro Wagen passen 4 Leute rein. Bin jetzt gerade selber ein bisschen unsicher. Das Piratenschiff ist aber sehr beliebt anscheinend. Wettbewerb-Cocktails. Nein, sind sie nicht. Das beschließe ich jetzt einfach. Wir sind im Park 450. Wir brauchen mehr Attraktionen. Ist jetzt natürlich schwierig, mehr Attraktionen zu bauen, wenn wir dafür nicht das nötige Zeug haben, aber wir haben unsere Darlehen schon zurückbezahlt, das ist wichtig. Das heißt, uns fehlen jetzt nur noch Besucher im Park und dafür brauchen wir erfahrungsgemäß eigentlich auch nur Achterbahnen, deswegen bauen wir von den Dingern mal irgendwann eine. Und warten jetzt einfach mal, dass wir mehr Geld kriegen, um uns eine Achterbahn leisten zu können. Hey, das ist ein tolles Konzept, finde ich. Und wir haben nicht einmal Darlehenszinsen gehabt. Oh yeah. Ist also an sich schon relativ voll. So, es wirkt so. Und was ich halt sehr schade finde, ist, dass man nicht von hier oben keinen Transportbahn runterlegen kann. Python erfordert eine Notabschaltung. Wieder bauen die immer Notabschaltungen.
Ah, jetzt stehen sogar viele Leute bei wieder Wilminenholzbahn an. Alles klar, das ist schon mal ganz gut. Wir wollen einen höheren Verkehrswert. Damit mehr. Oh, Mindestlänge 250. Drei Bahnen, das heißt, wir brauchen eh nochmal eine neue Autobahn. Eher semi-optimal. Weil die Fahrtstrecke 250 kriegen wir bei beiden hin. Kriegen wir sogar bei beiden hin, das ist gut. Das ist gut, die bauen wir. Ah, ich wollte echt den anderen Wagen nehmen, aber okay. Oh je, ist das lang. Die einzige logische Frage ist nur noch, wo stellen wir dieses Monster denn hin? Das überschneidet sich. Ja, so geht's. Sieht aber hässlich aus. Okay, überschneidet sich das denn? Hey, das müsste eigentlich voll gut klar gehen. Nee, geht's nicht, weil hier überall diese Säulen rumgurken. Jetzt geht's. Sieh an. Das passt besser. Stachel. Wochenbahn. Diese Bahn ist so bescheuert, aber sie funktioniert. Das ist so dumm. Vor allem, wieso fahren da eigentlich Leute mit? Und das ist einfach Lieblingsbahn von vier Gästen. Als ob, was ist denn daran so spannend? Also ich weiß, dass da 8 Leute drauf können, theoretisch. Deswegen würde ich auch sagen, warten bis Volllast. Das ist gut. Das sind nur noch mehr Besucher in den Parkglocken. Das ist auch, glaube ich, die einzige Aufgabe, die wir noch haben. Jo. Gut. 600 für mehr als 3 Monate. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Wieso brauchen wir mehr Getränkstände? Hat für euch mal Getränke. Kann ja verstehen, dass Kokosnuss nicht jedermanns Sache ist. Gibt es erstmal normale Getränke für 1,50 Stück. Schon genverseucht alles. So, und Go und Synchronisation. Alles easy. Das ist Getränke 1 oder das ist Getränke 1? Lol. Verdammt, wieso ist hier so viel Müll rumliegt? Also einmal die Mindestwartezeit weg. Bringt bestimmt was. Wie viele? Oder passen nur 2 Personen pro Wagen?
Nein, es passen nur zwei rein. Ah, das ist... war blöd. Wir haben einen Limonadenstand? Steht ja dann. Was ist das denn? Tatsächlich, wir haben Souvenirs. Oh, komm, eine Postkarte kostet standardmäßig 1 Euro. Ja. Dir spaßt? Wieso gibt es eigentlich auch Kekse? Diese Packung kosten 4, 3, 2, 1. Ja, passt. Aber wo ist der Limo-Stand? Ohne Witz, wo ist unser wo ist der Limonadenstand, bei dem alles zu billig sind? Ich sehe den nicht. Habe ich irgendwo? Hä? Limonade. Ah, lol. €1,50, 2 Euro, 2,50, 3 Euro. Ah, das ist, denke ich mal, Preis. Gut, Streifenschatz ist ausgefallen. Ich habe definitiv zu wenige Reinigungsfachkräfte. Lass mich raten, die ist wieder mal nur mit Gießen beschäftigt. Ne, die fehlt. Arbeitet mal. Ein paar Leute, die gerade mal Müll wegmachen. So, wir brauchen über 600 Leute im Park und zwar dauerhaft und das wird verdammt zäh werden. Hier die ganzen Leute reinzubringen, vor allem weil wir keine Attraktionen kriegen, die nicht saugt oder wald sind wie immer. Vor allem, was will ich mit einem Delfin schauen? Ein Delfin? Oh, wir haben sogar Wasser. Ich habe nichts gesagt, aber wir könnten auch mal eine Hardline-Achterbahn bauen, die sind auch immer ganz lustig. Die bringt es eigentlich fast gar nichts, weil die total bescheuert sind. Die ist ungefähr genauso doof wie diese Flucht vom Planet Erde, die wir da gebaut haben. Ist genauso platzsparend. Wie viele Wellen kann man bauen? Zwei gleich. Warten bis du voll hast. Das passt schon so. Vielleicht verirren sich ja ein paar Leute hin. Muss ich halt erstmal meine Parkbewertung wieder hochkriegen, indem ich das die ganzen Reinigungsmenschen hier habe. Und ich weiß halt blöderweise auch nicht, wo der ganze Müll rumliegt, ne? Also was auf jeden Fall gegen rumliegenden Müll hilft, sind Mülleimer. Und was gegen Kotze hilft, sind tatsächlich Toiletten. Weil dann die Leute tatsächlich aufs Klo gehen zum Kotzen. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben definitiv zu wenige Mülleimer. Wir nehmen natürlich goldene Mülleimer, weil wir haben es ja. Das ist halt danach, da waren hier so viele Sachen verkauft. Beziehungsweise vom Spiel gezwungen, so viele Sachen zu verkaufen. Überall liegt nur Müll rum.
Weil die ganzen Menschen, naja. Brauchen wir da auch eine, eigentlich brauchen wir eine Reinigungskraft, die nur die ganze Zeit Mülleimer leert. Das ist wirklich traurig, aber wahr. Einstellen, das ist Reinigungskraft 6. Dich bilden wir auch voll aus. Das leisten wir uns bei dir. Ja, danke. Und du tust einfach nur Mülleimer leeren. Deine Arbeit ist halt jetzt nicht mehr abwechslungsreich, aber wenn der Mülleimer hier ist, ist gerade geleert worden. Deswegen gesagt, es passen hier halt nur 100 Leute rein. Also 100 Müll passt rein. Und erfahrungsgemäß, wir haben ja sogar schon unter 54. Wie wollen wir denn ein paar Gamers mit 600 füllen? Es ist ja unmöglich. Fast, wenn wir kaum Sachen bauen können. Verzwickte Twister. Verzwickte Twister? Ach, das ist das da hinten, ne? Alles klar. Die freuen sich in Keks. Das ist schön, das ist schön. Wir brauchen mehr Sachen. Frage ist nur, woher kriegen wir mehr Sachen? Also wir brauchen in erster Linie Besucher im Park. So über 100. Wenn wir das, also erstmal eine Parkbewertung. Die trägt einiges dazu bei, dass Leute, dass Besucher herkommen. Denn je toller die Parkbewertung ist, desto toller ist der Park und desto geiler, also desto mehr Leute denken sich, oh, der Park ist toll, da will ich hin. Das ist der Hintergrund bei der Parkbewertung. Deswegen müssen wir das Apfel und der Brochene auf jeden Fall fett hochkriegen. Das ist wichtig. Andererseits machen wir das eigentlich einfach mal so. Wir machen jetzt mal wieder eine Marketing-Kanal, dann kannst du das Attraktionen kommen in den Park. Machen einfach mal die hier. Zwei. Ach, wir können jetzt hier eine Attraktion auswählen. Den nehmen wir den Zirkus. Das wird jetzt nicht so viel bringen. Also zumindest ein bisschen was. Und gleichzeitig machen wir eine Werbekampagne vom Park. Über, ja, 4 Wochen in der nationalen Zeitung. Das gönnen wir uns auch mal. Und wenn jetzt keine Leute kommen, ja, dann keine Ahnung. Wir müssen ja nur, okay, wir haben schon mal die ersten 600. Nicht weniger werden, Besucher. Nicht weniger werden. Heieieiei. Oh, jetzt kommen die Besucher von der Zeitung. So. Das ist im Oktober. Dass im Oktober Kampagnen starten ist. Sowas von bescheuert. Oh, ich habe keinen Sinn für. Management, Alter. Ja gut, auf jeden Fall, jetzt kommen jede Menge Leute, auch wenn die Parkbewertung nicht so toll ist. Ich denke mal, die Investition hat sich gewonnen, also 6 Wochen. Kommen jetzt über 6 Wochen, kommen jetzt mehr Leute rein. Und dann müssen wir aber nur 2 Wochen drin bleiben und dann haben wir meine 2 Monate, für die ich das auch muss. Weiß ich noch, 2 Monate, oder? Oh Gott, mindestens 3 Monate. Das wird schwierig. Aber gut, dass sehr, sehr viele Menschen kommen. Also wir sind jetzt schon bei über 700. Die Parkbewertung steigt immer noch, weil die Reinigungsfachkräfte immer mehr Sachen machen und wir haben eigentlich haben wir viele Attraktionen. Ich meine, hallo, wir haben 4 Achterbahnen.
Das muss ja wohl reichen. Für Besucher. Na, da können wir keine anderen Sachen bauen. Oh, die Werbekampagne ist jetzt zu Ende. Jetzt gilt es. Weiterhin. So, wir können. Ich glaube, ich baue noch einen zweiten Topspinner. Einfach aus dem Grunde, dass wir dann hier eine Anschlussschleife bauen können. Wo sich die Leute auch anstellen können. Easy. Alles klar, es ist 8 Personen auf der Bahn, okay. Stellen sich auch Leute an. Okay, bei der Schlangenbrutspann stehen definitiv zu viele an. Bam, hallo, das ist doch definitiv eine erwachsene Frau. Das ist eine Bahn für Kinder. Für jemand wie den da, wie den Kleinen da. Mensch, 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 Mensch. Also man sieht, bei denen kann man quasi immer, hat man immer zu wenig von den Rutschbahnen. Da wollen so viele Leute rutschen immer. Wow. Das ist gut. Also die Werbekampagne hat richtig was gebracht. Wo sind denn die Graphen? Hier sind die Statistiken. Wir brauchen Besucher im Park. Die über 600. Langsam geht es wieder runter. Das ist konstant geblieben. Also diese Leiste hier ist über 600, das heißt, wenn der April vorbei ist, dürften wir Tycoon sein. Alles klar, gut. Meine Kalkulation hat überraschenderweise funktioniert. Das war's für den Teil der Könige. Wir sehen uns beim nächsten Level wieder, welches dann sein wird. Szenario 9. Revolverheld. Bis dahin und ciao.